Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show, jetzt mit der fertigen Version. Part 3 also. Und wir sind jetzt hier in einer Biomes of Plenty Welt. Man sieht die Biomes of Plenty Biomen. Da der World Generator Probleme machte, der Server startete nicht mehr. Und ja, einen neuen Generator wollen wir auch nicht machen. Muss die wieder setzen. Also ich bin hier im Game Mode 1, das geht nicht, Drago, du Cheater. So. Ja, dankeschön. Game Mode 0. Wir cheaten nichts. Okay. Jetzt aber. Ich stimme 0 eingeben. So. Ja. Gut. Ja, ich bin natürlich wieder die ganze Zeit Sport machen gewesen. Habe jetzt keine Zeit mehr zum Livestreamen, dass es schaut. Meistens ab 10 Uhr niemand mehr zu. Und jetzt ist halb 10 Uhr. Und ja, jetzt mache ich einfach nochmal ein Let's Show und es kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal noch ein Sims 4 Let's Play. Das ist einfach, weil das Sims 4 Video so gut ankommt. Das eine. Ich kann es ja mal unten verlinken in die Kommentare. Ja. So, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Holz mit. Schauen das schwarze Schwein mal an. Das schwarze Schaf unter den Katzen, unter den Schweinen. Genau, liebes Schaf, Schwein. So, fertig jetzt mit dieser Unkonzentriertheit. Das war heftig, das Training. Gut, hat mich Xcarus LP ein bisschen geweckt. Ja, gut, lassen wir das hier. Oder machen Sie erstmal noch eine Spitzhacke, genau. Jetzt geht es wieder besser. So kurz nach dem Training. Ja, ist natürlich alles ein bisschen zu heftig mit der Konzentration. Gut. Da haben wir wenigstens, ja, Basalt. Wieso nicht? Ich dachte, Basalt sei schwarz, aber das ist auch eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Wahrscheinlich hier in den Schwarzeichenwald. Okay, das hört sich irgendwie sehr laut an, liebes Schweinchen. Hast du irgendwelche Drogen genommen, hä? Ja, ich weiß es. Es gibt Lautstärkeregeln den Drogen. Ist nicht gerade so gut, liebes Schweinchen. Ja, jetzt musst du aber nicht wieder blasen. Es reicht, wenn du die Nase nicht so benutzt. So, wir machen auch ein bisschen Rundspiel hier in der Singleplayer-Welt. Der Server geht halt momentan nicht und ich wollte heute unbedingt noch natürlich wenigstens ein Video machen. Und deshalb machen wir hier eine Let's Show Welt. Ich habe ja jetzt angefangen und werde einfach zwischen den Folgen dann wieder ein bisschen grinden, damit wir ein paar Sachen haben zum Bauen zum Beispiel oder so. Da ist ja auch der Hovercraft-Mod drin, da muss man halt immer sehr viel farmen. Aber das mache ich zum Beispiel auf dem Server, mache ich dann selber ein bisschen für die anderen Spieler, damit wir auch etwas zu tun haben. Und hier im Singleplayer muss ich es ja nicht zeigen. Kamelle. Okay, das ist diese Pflanze. Kamille. Dummes Schwein. Du blöde Wildsau. Okay, die greifen an. So, zum Beispiel Haselnüsse, die müssen zuerst wachsen. Da müssen wir Knochenmehl erfarmen. Sehr gut, Kürbisse, danke schön. Können wir schon mal viel anfangen. Apfel ist noch nicht reif. 50. Der Apfelbaum hat sich einfach hier reingeglitscht. So, hier haben wir einen Sumpf, okay. Es gibt leider sehr viele Wildtiere in Sümpfen. Gehe jetzt mal noch nicht rein. Und hier haben wir eine Höhle. Apatit. Kupfer, das brauchen wir. Aber Zinn ist wichtiger wegen dem Smoker für die Bienen. Das kann ich euch alles ein bisschen vorstellen, wie man das craftet und so. Da habe ich mich natürlich sehr informiert drüber, über den
Ding-Mod, VST-Mod. Der ist sehr schwer. Aber da eben ich auf dem Server eigentlich sehr viel machen möchte, zwischendurch auch die online sehen möchte für die Online-Spiele, mache ich das also einfach während den Pausen vom Livestream und so Sachen. Sicher alles im Livestream natürlich. Im Livestream könnt ihr sowieso wählen, was ich mache. Natürlich Rollenspiele eher. Und vieles halt dann eher, ja, vielleicht auch als Video noch oder so. Wäre auch nicht schlecht. Aber ihr entscheidet, was ich zeige. Also ab in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wünscht, was ihr gerne sehen möchtet. Ein Tutorial mache, wenn ich ein Tutorial machen soll. Oder so andere Sachen. Könnt ihr jederzeit das in die Kommentare schreiben. Da haben wir 10 Erz. Wunderbärchen. So. Schauen wir mal, ob es irgendwo Monster sind. Was man irgendwo Monster hat. Scheinbar nicht. Die spawnen halt jetzt großflächiger. Sind jetzt nicht immer sofort anwesend. Dafür sind die Monster immer schwerer. Also so Skelette machen hat verdammt viel Schaden. Also einfach, wenn ihr nicht sicher seid, auf dem Server zu zweit oder dritt losgehen. Ihr werdet ja irgendwo einem Dorf gehören in einem Reich. Und da könnt ihr immer alle gerne fragen, ob sie mit euch zusammen irgendwas machen. In der Farmwelt vor allem kann es schon schwierig werden. Ja. Ist natürlich immer besser, wenn man nicht stirbt. In den Arenen und Schlachtfeldern könnt ihr dann genügend sterben. So, aber das Modpack ist weder sehr anspruchsvoll für den PC noch für euch. Also oft sterben müsst ihr nicht. Ist eher wichtiger, wenn natürlich weniger Tote immer gibt. Machen wir einfach ein paar Sachen ein bisschen weiter runter. Ne? So. Sonst explodiert noch irgendwas heftigst. Mein Trommelfell zum Beispiel. Für euch ist es wahrscheinlich gar nicht so laut. Aber für mich ist es schon. Hallo. Geht's noch? Und ein Dorfbewohner Zombie sogar. Die wurden irgendwie häufiger. Das ist ziemlich gut. Aber so schnell überraschen musst du mich auch nicht. Ist nicht gut für deine Gesundheit. Wir haben keine. Mach mal 10 Erz. Kein Eisen. Ich kann vielleicht einen Zinneimer machen, eventuell. Also Fackeln. Muss ich auch machen. Ein Zinnschwert geht sicher auch. Ja. Ist das wirklich nirgendwo eine Fackel? Jetzt ist das falsche Biom. Also Biome. Also die Eisenvorkommen sind biomabhängig. Natürlich sind so ein Regenwald und normaler Wald. Kein Eisen da. Oh Gott. Weil das jetzt zum Beispiel, ja, sagen wir, im Basel-Land auch nicht gibt. Es gibt einfach kein Eisen bei uns. Oh. Eisen gibt es halt am Nordpol und am Südpol am meisten. Versteht ihr wegen Kompass? Naja, vielleicht müssen wir irgendwo in eine Taiga oder Tundra gehen, damit wir mehr finden. Aber gut, der Start war eigentlich super schon. Könnte manchmal noch ein bisschen lecken, klar. Aber das Modpack ist halt auch ein bisschen anforderlich für Java. Wenn es leckt gibt, dann ist es nicht euer PC, sondern eher Java. Das gerade nicht generiert. Schade. Wir haben einfach immer diese Forest, oder ja, Forest ist es, glaube ich. Erze. Und der Rest ist einfach nicht da. Steht leider nicht. Na gut, es ist Forestry, also es könnte noch Tinker's Construct sein, aber das ist wahrscheinlich. Ja. Schade. Vielleicht ein bisschen tiefer runter. Also Kohle brauche ich noch ein bisschen. Und ja.
Mache jetzt aber die Parts auch nicht immer so lange. Also jetzt sind wir einfach meinen gegangen und ich werde jetzt einfach dann ein paar Pflanzen anpflanzen und so. Vielleicht nochmals irgendwo runter gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir waren. Okay, der Blitz war ein bisschen laut. Wo waren wir denn? Muss irgendwo hier sein, ne? Weiter oben. Wetter muss ich auch ein bisschen runtersetzen, sorry. Was ist schon bei 4% und immer noch so laut? Ja. Wetter aus. Niemand braucht diesen Regen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Truhe war. Der Ofen und die Crafting Bench. Mist. So ein Mist. Es gibt einfach viel zu viele Höhlen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, welche Weltgen das ist. So, wahrscheinlich dort drüben. Ja, komm. Muss hier sein. Nicht? Ja, gut. Dann finden wir das halt nie mehr. So ein Mist. Okay. Die Suche nach der Truhe von Dragobal. Juhu. Also direkt mal Waypoint machen. Lager 1. So, was könnten wir jetzt noch schmelzen? Also wir machen jetzt zuerst einmal die wichtigsten Sachen. Geht nicht. Eisen auch nicht. So ein Mist. Ein Schild. Ein Warhammer. Oh, ist leider ein bisschen zu langsam. Ein Tin Saber. Brauchen wir einen Händel. Das können wir leider nicht herstellen. So ein Mist. Brauchen wir alles Händels. Ein Boomerang könnten wir herstellen. Wir könnten Kupfer herstellen. Bronze. Bronze ist es. Kupfer ist ja hier schon. Also. Gut. Einen Eimer bräuchte ich eigentlich auch, aber gibt es gar nicht, gell? Einen Eimer. Eimer. Einen Eimer. Ist nur aus Eis, ey. Das ist sowas von doof. Das sind erst zwei. Gib noch einen. Bronze, Bronze, ist da cool. Ist so cool. Bronze hilft uns viel weiter. Viel weiter als ihr. Nein. Als den Kupfer. Bronze ist besser. Agrizi. Hi, du Dorfbewohner. Bist Zombie geworden, hä? Ja. Der Drago unterwegs auf der Suche nach blödem Eisen. Des Todes. Vernichtung von Drago. Autsch. Das macht weh. Aha. So. Das Lager ist da oben. Okay, ein Skelett. Ja, ihr seht, es machen extrem viel Schaden und haben auch viel mehr Leben. Da muss ich gleich mal ein Lauch essen. Also wenn ein Skelett kommt, sofort abhauen.
Auch too many damage. Ja gut, aber was finden, finden wir nicht. Hello. Okay. Okay. Überall Dorfbewohner, Zombies. Aha. Da führen Zombies hin. Zombies vorne. Eisen. Aha. Ich hab Eisen. Eisen gekriegt. Drago ist fröhlich. Ja, und wo ist der Zombie-Spawn, wenn man ihn braucht? Nirgends. Im Nirgendwo. Hallo. Grüezi. Drago ist hier. Wie cool. Oh. Roteisen, oder wie das heißt? Blut, Gold. Ah, Rosgold, okay. Aber es ist doch blutig. Aua. Langsam bekomme ich echt Knowledge of the Death. Okay. United, was ist das? Teeblatt. Ja, Teeblatt. Immer abwesend essen. Sehr wichtig. Oh, Smaragde. So, 16 Minuten, okay, könnten wir noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Also langsam. Ja. Komm. Wenn wir schon dabei sein sollen. Zum Heilen. Dann doch lieber. Sehr gut. Also jetzt haben wir bald noch eine Spitzhacke. Vielleicht geht Eisen auch und das können wir nicht abbauen. Wir haben aber Bronze. Können wir jetzt hier draus. Muss man so wegmachen. Eine Spitzhacke machen, bitte. Ach, bitte. Geht natürlich wieder nicht. Für was ist Bronze eigentlich da? Eieieiei. Bronze ist wirklich unnötig. Ja, man sieht's, man muss immer diese blöden Teile haben. Aha. Ja, gut. Dann machen wir das einfach verkehrt herum. Ist das jetzt besser? Das hat gar keinen. Es ist besser, man kann damit Sachen abbauen. Yes, baby, yes. Also, da gehen wir dann mal anders mal rein. Jetzt gehen wir einfach hoch und bauen ein Haus schon mal irgendwo hin, wo es ein bisschen flacher ist als dieser Hügel mit dem komischen türkisen Urwald. Vielleicht da ganz am Spawn oder so? Ja, gehen wir dann schauen. Also gut. Da unten gehen wir dann auch mal hinschauen. Auf jeden Fall jetzt hier rüber irgendwo. Okay, nur eins leider. Wir brauchen mehr Zinn scheinbar. Oh, nicht ein Creeper. Ja, sehr gut. Yes! Down ist der Creeper mit der Spitzhacke. Pistole! Also das ist jetzt Smaragd. Nein, das ist Malachit sogar. Noch besser. Cool, deshalb ist er so schlecht abbaubar gewesen. Ja, also nur mit Eisen abbaubar gewesen. So, jetzt da wir das haben, machen wir noch mehr Bronze. Jetzt brauchen wir einfach noch ein Schwert. Aber ja, ihr seht es. Sind viel zu kompliziert für den Drago. Eine Schaufel. Ein Schraubenschlüssel. Rotieren von Blöcken. Cool. Also Fäuste machen wir sehr oft. Eine Gartenschere ist, glaube ich, zum Setzlinge bekommen da. Schreinerei wäre cool mal zu machen.
Viele Sachen, wo wir noch machen könnten. Ein Habitatsucher. Das könnten wir eigentlich dann machen, damit wir ja ein gutes Habitat finden. Zum Beispiel Kirschblütenwald. Bitte. Ich will weiblich. Will etwas für meine Weiblichkeit tun, die nicht existiert. Ich bin maskulin und das werden wir sicher verstehen. Trage der maskuline Mann. Nee, ich bin kein Maskuliner. Also ich bin nicht einer, der sich für Männer einsetzt, sondern für jeden. Auch die Schwulen. Auch die Lesben. Auch die Bisexuelle. Biosexuelle ist auch etwas Nices. Und die Heteros sowieso. Muss das sein? Immer diese Blocker. Das sind Adblocker. Nein, ein Ad-Hinsteller. Solche Leute machen immer Werbung. Die sind böse, machen Boom Boom. Boom Boom Ching, Ching Boom Boom. Boom Boom Ching. Ching, bum, bum. So, kann ich jetzt wieder raus? Irgendwo ging es direkt raus, obwohl es nicht irgendwo unten war oder so. Ja. Ich grab mich jetzt hier raus, weil ich's kann. Ding, putti, bum. Sicher auf dem Berg oben. Komm jetzt raus. Ei, und dann bin ich noch voll. Champignon. Setz dich irgendwo hin. Wer braucht schon eine Axt? Nimm die Erde mit. Aha, lehmige Erde. Gut. Eine lehmige Erde. Sich im Sumpf. Okay, irgendwo in einem verdörrten Gebiet. Aha, doch auf dem. Aber diese Blüten. Können wir noch kurz direkt. Okay, wir nehmen die Erde. Lehmige Erde. Auch. So, hier machen wir unsere Basis mal auf. Und, jo. Machen jetzt das mal mit den Blättern noch. Also einfach mal diesen Baum hier fällen. Dafür brauche ich eine neue Axt. Okay. Ne, geht nicht. Also nochmals schauen. Bei 11, bei 10 oder so. Da. Also den geht nicht, Axt. Okay. Schade. Gut, dann müssen wir irgendwie eine Steinaxt machen. Eine Hacke und eine Axt. So, und ich mache jetzt einfach mal den Garten, sammle ein paar Beeren oder so und mache mir noch eine. Ja, geht nicht. Also, was machen wir jetzt? Wir brennen 10 Erz. Dann mache ich mal Holzkohle. Tun wir nochmal diesen Baum fällen. Und ja, diese Aprikosen können wir ja schon mal direkt fürs Essen nutzen. Also, Champignon mal raus. Eine Kiste machen. Machen wir mal mehrere Kisten direkt, damit wir das lagern können. Sehr gut. Und ja, lagern mal. Grünzeugs einfach hier drin. Oben. So. Noch mehr fällen. Und aus diesen Blüten bekommen wir jetzt irgendwas Gutes oder so. Irgendwas ist mit diesen Blüten los. Also Setzlinge bekommen wir mit Blüten. Aber irgendwas Gutes gab es von den. Irgendwas Gutes. Also auf jeden Fall habe ich die gerne gefällt.
Okay, ein Tropenbaum hier haben wir hier auch. Und dort ist eine Pfirsich mal reif, sehr gut. Die blühen, also die sind immer so ein bisschen dunkler und sind schattiert. So, einen Apfel haben wir hier noch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für die Unterstützung. Und immer wenn ihr etwas schreibt oder so, ich freue mich immer riesig drauf. Ja, sehe ich natürlich auch, dass ihr mich schaut und gerne habt. Also Mangos haben wir hier. Es ist in letzter Zeit ein bisschen rarer geworden. Es ist, denke ich mal, einfach YouTube, wo nicht mehr so beliebt ist. Und ja, wenn wieder mehr geschrieben wird, habe ich das natürlich dann wieder sehr, sehr gerne. Okay. Ich sammle mal die Sachen alle ein. Das ist ja Wahnsinn. Ein Lollipop ist auch Grünzeug, oder? Das kann man auch anpflanzen. Aber man kann es essen. Grave Dust. Machen wir das alles mal hier rein. Was vom Mob ist oder von Tieren. Ja. Nehmen wir noch den Rest. Und dann, ja. Okay, da haben wir noch etwas. Jo, ist das erste, ist der dritte Part, aber das erste Mal mit dem neuen Modpack fertig. Und ja, wenn ich dann weiter bin und alles Langweilige gemacht habe, bauen wir dann direkt wahrscheinlich im vierten Part. Tschüss zusammen und ja, viel Spaß noch mit anderen Sachen natürlich oder gute Nacht. Tschüss.